Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Rider. Ja, der Rider ist für euch gedacht als DJs, damit ihr eben dem Veranstalter zeigt, was ihr denn noch für Wünsche habt, Erwartungen habt, was ihr vor Ort alles vorfinden werdet. Und da unterscheidet man zum einen zwischen dem Hospitality und dem Technical Rider. Der Name erklärt es eigentlich schon, der Technical Rider kümmert sich eher um die technischen Geschichten mit DJ-Equipment und ähnlichem, und der Hospitality Rider geht dann eher um dein leibliches Wohl. Du musst eben differenzieren zwischen diesen beiden. Gerade schon erklärt, wieso, wo der Unterschied liegt. Und der Technical Rider ist eben eine Art Liste der gewünschten Geräte, wobei du auch eine schematische Anordnung der Geräte anhängen solltest. Wirklich, das empfehlen wir dir, das kannst du nicht nur machen, sondern du sollst es machen. Denn gerade zum Beispiel Turntables kann man so und so rumstellen. Und manche möchten vielleicht zwei Turntables links neben dem Mixer und zwei CDJs rechts neben dem Mixer oder eben jeweils 1-1 und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann man zwar noch in der Textform erklären, aber das ist ja Quatsch, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Insofern reicht ja auch eine ganz einfache schematische Zeichnung mit Vierecken und einer Beschriftung innen drin, was denn das sein soll. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite, dass auch alles so steht, wie ihr das möchtet. Extrawünsche bezüglich Licht, Ton und DJ-Booth könnt ihr hier auch ordern. Also zum Beispiel, mal sehr aus der Luft gegriffen, ihr könnt grünes Licht überhaupt nicht leiden. Dann hier eben die Bitte an den LJ, dass er das grüne Licht weglässt. Oder ihr habt zum Beispiel Probleme mit Strobo, weil ihr an Epilepsie leidet. Solche Geschichten, das kann vorkommen, ist natürlich jetzt auch ein sehr extremes Beispiel, aber eben, wenn ihr hier gewisse Anforderungen und Wünsche habt, zum Beispiel auch jetzt was Ton und DJ-Booth angeht, dass ihr sagt, ihr möchtet gerne mindestens eine Monitorbox haben, am besten sogar noch zwei, die entweder hier links, rechts positioniert sind oder vielleicht sogar etwas erhöht positioniert sein sollen. Oder du möchtest in der DJ-Booth einen kleinen Kühlschrank haben, wo du hier dein Wasser noch kühlen kannst während dem Gig. Das sind alles so Sachen, eben, die würde man auf den Technical Rider schreiben. Persönliche Dinge wie dein Notebook oder eine DVS oder Kopfhörer, MIDI, solche Geschichten, das sind alles sehr persönliche Sachen. Und deswegen schreibt man das normalerweise nicht auf den Technical Rider, denn auch zum Beispiel sowas wie dein Notebook macht ja überhaupt keinen Sinn. Wenn dir jemand ein anderes MacBook hinstellt, dann kannst du damit wenig anfangen, weil ja überhaupt nicht deine Mediathek dort so eingepflegt ist. Bei Kopfhörern geht es ja eher auch um die hygienischen Geschichten, und bei einem MIDI hängt es ja auch davon ab, wie du das eventuell gemappt hast. Wenn es natürlich ein Standard-MIDI ist, es gibt ja auch große All-in-One-MIDIs, dann kann das auch Sinn machen, dass du das draufschreibst. Hier musst du es einfach abwägen. MIDIs können ja sehr mannigfaltig ausfallen. Beim Hospitality Rider geht es eher um dein leibliches Wohl. Also eben Essen und Getränke vor Ort. Möchtest du im Backstage noch was Besonderes haben? Sowas wie ein Handtuch? Oder bestimmte Blumen, keine Ahnung, Süßigkeiten, das bleibt alles dir überlassen. Eventuell, wenn du ein großer Star bist, schaffst du es vielleicht sogar, dass noch ein Masseur für dich bereitsteht, wenn du einläufst. Da musst du aber schon sehr bekannt sein auf jeden Fall, dass du das schaffst. Und auch derartige Dinge wie, wo übernachtest du, wie gut soll das Hotel sein, eben wie viele Sterne. Möchtest du nochmal, dass der Veranstalter vor der Veranstaltung mit dir essen geht eben, und auch, was soll das für ein Essen sein, wie viele Sterne vielleicht. Und so sei dir auch empfohlen, dass du den Late-Checkout forderst, denn ansonsten hast du kein Vergnügen, wenn du erst um 6 Uhr ins Hotel kommst, weil der Gig so lange ging und um 9 Uhr schon wieder jemand an der Tür klopft, damit das Zimmer geräumt wird. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, dass du eben auch ausschlafen kannst. Die An- und Abreise kannst du hier auch eben klären, soll dich jemand mit dem Taxi irgendwo abholen oder generell einfach irgendein Fahrer, oder deine Reise ist vielleicht per Zug oder per Flugzeug, dann kannst du auch sagen, ich möchte auf jeden Fall ein Erste-Klasse-Ticket haben,
Das sind natürlich auch dann Geschichten, die jetzt eher schon größeren und bekannteren DJs vorbehalten sind, aber eben auch sowas kommt alles in den Hospitality Rider. Wichtig ist, dass du hier nicht anfängst, irgendwelche extravaganten Wünsche zu äußern oder den Veranstaltern unangenehme Situationen bringst, weil er Sachen besorgen soll, wo du eigentlich auch schon weißt, das wird er eh nicht finden, oder es ist irgendein großer Umstand, an die Sachen zu kommen, und auch verbotene Dinge sich besorgen lassen ist auf jeden Fall auch keine gute Idee, damit macht ihr euch keine Freude. Und auch eben zum Beispiel Sachen auf den Rider zu schreiben, um einfach nur zu testen, ob die Leute ihren Job machen und ob sie es schaffen, das zu besorgen. Das sind Spielchen, da würden wir dich bitten, dass du das unterlässt. Denn hier geht es ja auch um ein angenehmes Miteinander. Und solche Spielchen haben damit wenig zu tun. Du solltest unterschiedliche Rider für diverse Veranstaltungen ausformulieren, denn wenn du zum Beispiel auf einem Festival tagsüber spielst, dann hast du bestimmt andere Erwartungen oder Wünsche, als wenn es ein klassischer Club-Gig abends ist. Denn wenn es bei einem Festival ist, dann wünschst du dir vielleicht noch, dass du hier mehr kühle Getränke bereitstehen hast, mehr Wasser, weil es vielleicht ein heißer Tag sein könnte, oder dass hier ein Sonnenschirm für dich noch aufgestellt wird, dass du in Ruhe dein DJ-Set vollbringen kannst, dass du zum einen das Equipment gut siehst und auch du selber keinen Sonnenstich bekommst. Derartiges, das sind natürlich Wünsche, die hast du bei einem Club-Gig nicht. Und deswegen stelle hier auf jeden Fall verschiedene Rider auf und schick nicht immer einen und denselben bei allen Veranstaltungen raus. Die Punkte auf dem Rider sollten natürlich eigentlich von Veranstalterseite vor der Veranstaltung erledigt sein. Es sollte da eigentlich alles bereitstehen. Es liegt dann an dir, wie du damit umgehst, wenn das nicht gemacht wurde. Entweder du bist halt knallhart und sagst, du lässt den Gig ausfallen. Das wäre natürlich schon eine sehr extreme Situation. Alternativ kommt es vielleicht zu einer Strafzahlung. Je nachdem halt eben, wie wichtig die Punkte sind. Wenn es hier nämlich gerade ums Equipment geht und das ist nicht da, oder zum Beispiel es wurde dir was anderes hingestellt, mit dem du aber eigentlich nicht so gut auflegen kannst, dann kann es schon sein, dass das in dieser Richtung ausartet. Wenn hier dann aber zum Beispiel nur eine andere Wassersorte im Backstage steht oder jemand aus Versehen die falsche Sorte Äpfel gekauft hat, dann solltest du doch hier im Sinne eines guten Zusammenseins darauf verzichten, hier ein großes Theater zu machen und hier eher professionell reagieren und sagen, okay Leute, das war jetzt nicht ganz so cool, hier wart ihr nicht aufmerksam genug, und trotzdem mache ich aber den DJ-Gig zu Ende, denn ich bin eben keine extravagante Diva, die jetzt deswegen so einen Aufstand macht. Wenn es hier um die Verhandlungen noch um die Gage geht, dann kannst du den Technical oder Hospitality Rider nutzen, um den noch in die Verhandlung mit einzubringen. Wenn du dann zum Beispiel im Gegenzug noch Dinge einforderst, die den Veranstaltern nicht zu viel kosten, dann kommst du im Endeffekt noch auf ein höheres Angebot, auf eine höhere Gage, als wenn du zum Beispiel einfach nur mit dem Preis runtergehen würdest. Wir haben hier ein kleines Beispiel vorbereitet. Das ist natürlich ganz, ganz simpel, auch wieder nur für euch zur Veranschaulichung. Nicht zu genau nehmen das Ganze. Also du sagst zum Beispiel, du hättest gern 300 Euro Gage. Der Veranstalter sagt, nee, das ist mir zu teuer, möchte ich nicht. Dann kannst du ja eben in der einen Variante einfach sagen, jo, dann machen wir es für 250, weil dir der Gig eben wichtig ist und du auch auf die 50 Euro verzichten kannst. Der Veranstalter stimmt dem zu und dann passt es. Du bekommst 250 Euro und nichts extra, nicht weniger, nicht mehr. Das Ganze ist in trockenen Tüchern. Du kannst aber alternativ auch eben wieder sagen, du hättest gern 300 Euro. Der Veranstalter sagt dann auch wieder, nee, ist es mir zu teuer, tut mir leid. Und du weißt zum Beispiel, du möchtest sowieso für deinen Gig noch eine Flasche Wodka haben. Also sagst du, okay, ich gehe runter auf 200 Euro sogar, aber hätte gern noch eine Flasche Wodka dazu. Der Veranstalter stimmt zu, denn der Wodka kostet dich normalerweise 100 Euro im Club, aber den Veranstalter nur 40 Euro. Das heißt, er hat nur Ausgaben von 240 Euro. Das ist sogar noch weniger, als er im anderen Beispiel hätte. Und
Du müsstest eben normalerweise 100 Euro für den Wodka bezahlen. Das heißt, wenn du dir von den 250 Euro noch eine Flasche Wodka kaufen müsstest, dann wärst du sogar lediglich bei 150 Euro. Und so bist du dann sozusagen wieder bei den 300 Euro. Das ist also hier wieder mal ein ganz einfaches Beispiel, das euch zeigen soll, dass die Verhandlung um die Gage nicht einfach immer ja, so trocken sein muss, dass man nur einfach auf den Preis schaut. Macht den Kuchen größer, denkt hier ein bisschen über die Grenzen hinaus und schaut, was kann man denn eben alles noch so in dieser Verhandlung mit einbringen. Und so werden dann alle mehr davon haben. Wir haben dir auch diesmal wieder Vorlagen für einen Rider angehängt in dieser Lektion. Den findest du hier zum Download. Schau dir dieses Dokument an. Das ist auch wieder nicht in Stein gemeißelt. Nutze es als Inspiration und mach dich mal schlau, wie so ein Dokument eben aussehen könnte. Und dann bist du auf jeden Fall schon mal deutlich weiter, wenn du dann hoffentlich auch bald deinen ersten Rider selbst stellen kannst. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.